Das Spiel der Kinder lässt nur vermuten, wie es hier im 18. und 19. Jahrhundert zugegangen ist, zu einer Zeit, als noch die Bürgerwehr hier im Quartier lag. So sahen sie aus, die tapferen Bürger, hier für die 700-Jahr-Feier wieder auferstanden. Setzen wir hier in der Mittelstraße in der Höhe Marktplatz und Rathaus das Gros unserer Betrachtungen fort, wo als nächstes der Landgraf Konrad von Hessen, der Gründer der Stadt, vorbeimarschiert. Schließlich die Fußgruppen der zahllosen Verbände und Vereine, die es sich nicht lähmen lassen, auch in eigener Sache mitzuwirken. Der Festzug bewegte sich durch die Schützeberger Straße, Burgstraße und Mittelstraße, sodass wir am Beginn der Mittelstraße den Zug nochmals an uns vorüberziehen lassen können. Den Wagen von der ehemaligen Münze im Teichtürchen und einige der zahlreichen Fußgruppen bekommen wir so auch noch zu sehen. Noch ein Familienfoto. Elsa Schulz als Schiffchenwirtin und Tochter Ulla Schulz als Annemariechen mit Vater Andreas Kaiser. Mit den beiden Hauptdarstellern posieren Silly Roselieb und Heinrich Bürgel. Die Freilichtbühne, an deren Rückfront diese Aufnahmen entstanden, wurde in der Nähe des alten Schwimmbades errichtet, um im Bereich des Festgeländes möglichst vielen Zuschauern Platz zu bieten.